die Goldküste im Nordosten Australiens. Ein Ort voller Widersprüche. Hier liegen tropische Bade- und Surfparadiese, doch in ihren Fluten lauern tückische Gefahren. Die größte Bedrohung sind nicht die gewaltigen Fleischfresser, sondern kleine Tiere von seltsamer Schönheit. Sie zählen zu den giftigsten Kreaturen der Erde. Von den Badenden werden sie als Bedrohung wahrgenommen. Doch die Forscher wissen, dass ihre tödlichen Toxine in der Zukunft zur Rettung von Menschenleben eingesetzt werden könnten. Für sie sind die Gifttiere der Goldküste keine Feinde, sondern gefährliche Verbündete. Diese Gewässer wirken paradiesisch. In ihrem Osten erstreckt sich schützend das Great Barrier Reef und im Westen ein Küstenstreifen, der nicht zufällig Gold Coast genannt wird. Nur einige mangrovengesäumte Flüsse durchbrechen seine Strände. Wo sie münden, wird das Wasser des Korallenmeers zur Schattenwelt. Dies ist die Heimat so berüchtigter Räuber wie dem australischen Leistenkrokodil. Neben diesem eher auffälligen 7-Meter-Riesen leben hier aber auch weniger bekannte Räuber, die sich im Wasser perfekt tarnen können. Zu ihnen zählt ein Tier, das dem Menschen größere Schmerzen zufügen kann als alle anderen. Die Würfelqualle. Im trüben Wasser ist diese geisterhafte Erscheinung kaum zu sehen. Das macht sie noch gefährlicher. Am Körper unvorsichtiger Schwimmer hinterlassen ihre Nesselzellen schreckliche Verbrennungen und verursachen schier unerträgliche Schmerzen. Sie führen oft sogar zum Tod. Diese Quallen sind zweifellos die giftigsten Tiere der Welt. Wir kennen Fälle, in denen Menschen mit etwa 2 Metern ihre Tentakel in Berührung kamen und daran starben. Wenn man nun aber zusammenrechnet, dass ein ausgewachsenes Tier insgesamt 60 Tentakel hat und jeder dieser Tentakel etwa 2 Meter lang ist, könnte ein einziges Tier also 60 Menschen töten. Und das in nur wenigen Minuten. Während der heißesten Monate im Jahr suchen die Würfelquallen die gesamte Küste heim. Viele Menschen meiden deshalb den Ozean und amüsieren sich stattdessen in modernen Badelandschaften. Wer trotz der gefährlichen Quallen lieber im Meer badet, sollte die Strandabschnitte nutzen, die durch Netze geschützt sind. Die Netze erfüllen ihre Aufgabe ganz hervorragend. Innerhalb der Netze gab es noch nie einen Todesfall. Doch wer außerhalb der Netze planscht, spielt russisches Roulette. Er begibt sich in Lebensgefahr. So einfach ist das. Im Sommer kann selbst das Spiel mit den Netzen zur tödlichen Gefahr werden. Das Team des Meeresökologen Dr. Jamie Seamer arbeitet schon seit 6 Jahren an der Erforschung der Quallen und ihres Giftes. Im Ozean wäre es unmöglich, die Tiere zu studieren. Hier haben die Quallen Heimvorteil, weil die Forscher sie im trüben Wasser kaum erkennen können. In einem Schwimmbecken kann Dr. Seamer die durchsichtigen Tiere dagegen gut orten und ungefährdet mit ihnen arbeiten. Der Schirm von Würfelquallen kann einen Durchmesser von 30 cm erreichen. Gefährlich sind aber nur die Tentakelbündel, die die Quallen hinter sich herziehen.
Schon mit bloßem Auge erkennt man, dass die Tentakel gestreift sind. Die dunklen Abschnitte haben es in sich. Sie bestehen aus zahllosen, mikroskopisch kleinen Nesselzellen, die hier tausendfach vergrößert sind. Für den Menschen sind nur bestimmte Nesselzellen gefährlich, die sogenannten Durchschlagskapseln. In jeder dieser Kapseln liegt ein aufgerollter Nesselfaden. Wird die Kapselhülle gereizt, explodiert die Nesselzelle und der Nesselfaden entrollt sich mit rasender Geschwindigkeit. Die Giftstoffe gewöhnlicher Nesselzellen können meist nicht in die vergleichsweise unempfindliche Haut unserer Fingerspitzen dringen. Bei der Würfelqualle ist das allerdings ganz anders. Dr. Siemer spürt das Nesselgift durchaus. Die Tentakel haben hunderte winziger Nadeln abgeschossen, die unter die Haut gehen. Die Nesselfäden schießen mit unvorstellbarer Geschwindigkeit in das Körpergewebe des Opfers. Nur in der Computeranimation und mit extremer Verlangsamung wird der Vorgang erkennbar. Während die Nesselfäden in die Haut vordringen, zücken sie zahllose Stacheln, die sich fest verankern. Doch diese stacheligen Fasern sind nur Teil 1 des Angriffs. Haben sich die Nesselfäden entrollt, folgt Teil 2. Die Fäden sind hohl. Sobald sie in den tieferen Hautschichten des Opfers angekommen sind, strömt aus ihnen der Chemiecocktail, den wir als Gift bezeichnen. Dieses Gift zerstört das Gewebe und greift Herz- und Nervensystem an und zählt zu den tödlichsten biologischen Waffen. Erst dieses Gift bringt das Opfer in Lebensgefahr. Bei einer Verletzung durch kräftigere Tentakel wäre ich wohl vor Schmerz ohnmächtig geworden. Deshalb muss ich genau kontrollieren, was für Verbrennungen mir die Quallen zufügen. Wenn ein Mensch schwere Verbrennungen erleidet, sorgt der unglaubliche Schmerz dafür, dass er das Bewusstsein verliert. Wir wissen aber noch nicht, welcher Bestandteil des Giftes letztlich dazu führt, dass die Opfer sterben. Das Gift scheint aus 3 Komponenten zu bestehen. Die erste sorgt dafür, dass das Gewebe in der direkten Umgebung der Verbrennung abstirbt. Die zweite greift das Nervensystem an, sodass die Atmung aussetzt. Und eine dritte greift wohl das Herz an. Doch das ist noch nicht ganz sicher. Die australische Würfelqualle mit dem wissenschaftlichen Namen Chironex fleckeri wurde erst 1956 entdeckt und bis heute letztlich noch kaum erforscht. Ihren Namen haben diese Hohltiere von der leicht würfelartigen Form ihres Schirmes. Der Schirm selbst trägt keine Nesselzellen und kann, mit der nötigen Vorsicht, sogar berührt werden. Seine Gallertmasse fühlt sich überraschend fest an. Dank kräftiger Muskeln und einem leistungsfähigen Netz aus Nerven kann die Würfelqualle den Schirm mehrmals pro Sekunde zusammenziehen. Durch den Rückstoß erreicht sie erstaunliche Geschwindigkeiten. Am Schirmrand finden sich die sogenannten Statozysten, feine Sinneshärchen, die als Gleichgewichtsorgane dienen. Hier sitzen auch 4 Augenflecken. Mit diesen einfachen Augen können Quallen nicht wirklich sehen. Es sind Lichtsinnesorgane,
die in einem Rundumkreis die Veränderungen von Licht und Schatten wahrnehmen. Würfelquallen warten keineswegs passiv auf Nahrung, sie sind aktive Räuber. Dieses Prachtexemplar spürt die Anwesenheit von Dr. Seymour im Becken. Doch der Wissenschaftler ist als Beutetier etwas zu groß und die Qualle dreht ab. Trotz des schützenden Taucheranzugs, den er trägt, muss Dr. Seymour ständig auf der Hut sein. Ich könnte gut vier Augen brauchen. Das ist wie mit Haien. Der, den du siehst, ist der ungefährlichste. So gefährlich die Tentakel einer Würfelqualle für den Menschen sein mögen, die Qualle braucht sie vor allem, um damit kleine Fische und Schalentiere zu fangen und sie zur Mundöffnung zu führen. Die sitzt in der Körpermitte und erinnert an ein seltsames Arrangement aus Blütenblättern. Die Mundöffnung ist direkt mit dem in vier Taschen unterteilten Magen verbunden, der durch den Schirm gut zu erkennen ist. Im Bassin der Forscher fehlt es den Quallen an natürlicher Nahrung. Dr. Seymour und seine Assistentin Theresa Corrett müssen die Hohltiere deshalb füttern. Ein größeres Exemplar braucht 7 bis 8 Mahlzeiten pro Tag. Für die Verköstigung muss Dr. Seymour alle Quallen einfangen und das Futter direkt in ihren Magen einführen. Wenn der Magenraum mit Fisch gefüllt ist, verstaut die Qualle ihre Tentakel und zieht sich in die Tiefe des Beckens zurück, um dort ihre Mahlzeit zu verdauen. Bei besonders großen Quallen wendet Dr. Seymour eine Technik an, die weniger gefährlich ist. Die Riesenexemplare werden über einen Schlauch mit einer pürierten Mischung aus Fisch und Garnelen versorgt. Der schwierigste Teil der Aktion ist das Einführen des Schlauches in die Mundöffnung. Die Magentaschen zu füllen bedarf dann nur noch eines Drucks auf die Pumpe. Wenn der Magen voll ist, sind seine vier Taschen besonders gut zu erkennen. Dr. Jamie Seymour will den gesamten Lebenszyklus dieser Tiere beobachten. Vielleicht, so hofft er, lässt sich auf diese Weise herausfinden, was sie in jedem Jahr an die Strände von Queensland zieht und weshalb ein Tier, das sich eigentlich von kleinen Lebewesen ernährt, über eine Waffe verfügt, die selbst Menschen töten kann. Noch kann Dr. Seymour keine dieser Fragen beantworten. Einen Hinweis könnte ein anderer Räuber liefern, der über ähnliche Waffen verfügt wie die Würfelquallen. Kraken werden vom Menschen meist als seltsam und bizarr empfunden. Doch kaum jemand weiß, dass sie giftig sein können. Der blau geringelte Oktopus ist nicht nur besonders auffällig, auch er zählt zu den giftigsten Tieren der Welt. Schon seit Jahren geht Dr. Mark Norman der Frage nach, weshalb ein so kleines Tier so gefährlich sein sollte.
Obwohl der Kopf des Kraken kaum länger ist als ein menschlicher Daumen, kann schon ein Biss dieses Winzlings tödlich sein. Dabei hat der Krake nicht nur sein Gift, um sich zu verteidigen, er kann seine Färbung zu dem der Umgebung anpassen. In seiner Haut liegen sogenannte Chromatophoren, Farbzellen, die ganz ähnlich funktionieren wie die Punkte, die ein Fernsehbild ergeben. Jede dieser Farbstoffzellen ist von Muskeln umgeben. Durch das Zusammenziehen oder Ausbreiten der verschiedenen Zellen wechselt der Kopffüßer seine Farbe. Der Krake passt sich ständig dem Umfeld an, durch das er sich bewegt. Fühlt er sich bedroht, leuchten die schillernd blauen Ringe auf, denen er seinen Namen verdankt. Diese Ringe bestehen aus Iridozyten oder Flitterzellen, die das einfallende Licht zu brillantem Blau verdichten. Schon von Weitem warnen sie jeden Feind des kleinen Kraken vor seiner tödlichen Waffe. Das Gift des blau geringelten Oktopus lähmt die Nerven seiner Opfer. Nerven sind Faserbahnen, die so ähnlich funktionieren wie Telefonleitungen. Sie bilden ein Netzwerk, durch das Botschaften im Körper besonders schnell übermittelt werden. Elektrische Impulse durchlaufen die Faserbahnen mit hoher Geschwindigkeit. Die Bahnen bestehen aus vielen hintereinander geschalteten Nervenzellen. Untereinander sind sie durch sogenannte Synapsen verbunden. Wenn der Impuls die Synapse erreicht, werden Substanzen freigesetzt, die den Spalt überbrücken. So gelangt die Erregung auf die gegenüberliegende Zelle. Dort reagieren die sogenannten Rezeptoren auf diese Substanzen und der Impuls wird weitergeleitet. Nur wenn die Synapsen reibungslos funktionieren, können Befehle aus dem Gehirn in die verschiedenen Organe und Muskeln des Körpers gelangen. Doch wie jedes Kommunikationssystem ist auch das Nervensystem störungsanfällig und das nutzt der Krake aus. Krebse und Krabben sind seine bevorzugten Beutetiere. Auch die Gepanzerten haben eine Achillesferse, die Häute zwischen den Gelenken. Der Krake kennt die Schwachstelle. Nervengift verteilt sich schnell und setzt den Atmungs- und Bewegungsapparat der Krabbe außer Gefecht. Jeder Bestandteil des Gifts erfüllt dabei seine eigene ganz spezielle Aufgabe. Einige Moleküle heften sich an die Synapsen und verhindern die Ausschüttung der Substanzen, durch die die Nervenbotschaften in die Glieder der Krabbe weitergeleitet werden. Sie trennen die Verbindung.
Kurz darauf ist die Krabbe gelähmt. Ihre kräftigen Scheren können dem Kraken nun nicht mehr gefährlich werden. Diese Totenstarre bei lebendigem Leib erwartet auch jeden Menschen, der von einem blau geringelten Kraken gebissen wird. Und diese Lähmung ist durch kein Gegengift aufzuhalten. Die wenigen Opfer, die sich davon erholen konnten, berichten, dass sie bei vollem Bewusstsein waren und doch völlig bewegungsunfähig. Im Menschen lähmt das Krakengift die gesamte willkürliche Körpermotorik, also alle Muskeln, die wir bewusst kontrollieren. Nur die unwillkürlichen Muskeln funktionieren noch weiter, also etwa das Herz oder die Iris der Augen. Das Opfer des Kraken wird zum Zombie. Es ist zwar bei vollem Bewusstsein, kann aber weder kommunizieren noch atmen. Schon bald setzt der Tod durch Ersticken ein. Das Seltsamste am blau geringelten Oktopus ist, dass er sein Gift gar nicht selbst produziert. Das Toxin wird zwar in den Speicheldrüsen des Kraken erzeugt, aber nicht von ihm, sondern von Bakterien, die nur in diesen Speicheldrüsen gedeihen. Zum Schutz vor tierischen Toxinen stehen dem Menschen auch im 21. Jahrhundert erst wenige Gegengifte zur Verfügung. Viele dieser Mittel sind zudem so primitiv, dass ihre Nebenwirkungen katastrophal sein können. Dieser Mann wurde von einer Schlange gebissen, deren Gift zum Tod führen kann. Obwohl sich die Forschung vor allem auf die Bekämpfung von Schlangengiften konzentriert, gibt es noch immer kein sicheres Gegengift. Schlangengift greift das menschliche Nervensystem in ganz ähnlicher Weise an wie das Gift des blau geringelten Oktopus. Seine Wirkung konzentriert sich allerdings auf Synapsen, an denen Nervenenden direkt mit Muskeln verbunden sind. Das Toxin verhindert hier, dass die Befehle aus dem Gehirn die Muskeln erreichen. Die Zunge des Mannes schwillt an und mit einsetzender Lähmung kann er seine Gliedmaßen nicht mehr kontrollieren. Sein Leben ist jetzt in akuter Gefahr. Der behandelnde Arzt verabreicht ein Antiserum. In einem Wettlauf gegen die Zeit soll es das Schlangengift neutralisieren, bevor die Lebensfunktionen des Patienten ganz erlöschen. Das Gegengift bindet die Toxine der Schlange. Es sorgt dafür, dass die Nerven die Botschaften aus dem Gehirn wieder an die Muskeln weitergeben. Doch das Antiserum, das den Ärzten heute zur Verfügung steht, ist nur ein eher grobes Hilfsmittel. Seine Nebenwirkungen machen es fast so gefährlich wie das Schlangengift selbst. Bei diesem Patienten löst es sogar einen allergischen Schock aus. Sofort verabreicht ihm der Arzt Adrenalin, um den Kreislauf des Patienten zu stabilisieren. Unter ärztlicher Aufsicht wird sich dieser Mann von seinem Schlangenbiss erholen. Trotzdem hat der Giftexperte Brian Fry einmal mehr erlebt, wie dringend notwendig die genauere Kenntnis der tierischen Toxine ist. Schon seit Jahren erforscht Brian Fry die giftigen Meeresbewohner vor den Küsten Australiens. Sein Labor befindet sich nicht an Land, sondern an Bord der Lady Beston. Dieses Forschungsschiff kreuzt in den Gewässern des Great Barrier Reefs. Das Davis Reef ist nur eines von 3000 Riffen vor der australischen Nordostküste. Dr. Fry ist mit zwei Kollegen hier.
mit Professor Paul Aylward von der Queensland University und mit der Expeditionsleiterin Libby Evans-Illich vom Australischen Meeresforschungsinstitut. Das Trio will den chemischen Aufbau der Giftstoffe genau analysieren, die von den Riffbewohnern produziert werden. Die seichten Gewässer um das Great Barrier Reef sind warm und sehr klar. Sie bieten ideale Bedingungen für das Wachstum der Korallen, deren kleine Polypen ständig neue lebende Skulpturen schaffen. Im Lauf von Jahrtausenden bildeten sie dadurch das gewaltige Barrier Reef. Es ist fast 2000 Kilometer lang und ein idealer Lebensraum für zahllose Tiere und Pflanzen. Ein Mikrokosmos, der zu den faszinierendsten Ökosystemen der Welt zählt. Doch was wie ein farbenfroher Garten Eden unter Wasser wirken mag, hat auch seine Schattenseiten. An keinem anderen Ort der Erde leben so viele, so hochgiftige Kreaturen wie hier. Die Plattschwanzseeschlange zum Beispiel, sie jagt nach Fischen, die sich im Riff verstecken. Insgesamt gibt es etwa 50 verschiedene Seeschlangenarten. Die meisten von ihnen leben in den tropischen Gewässern Australiens. Seeschlangen sind Verwandte der Kobras, die sich erst im Lauf der Evolution das Wasser als Lebensraum erobert haben. Obwohl sie noch heute Luft atmen, können sie bis zu einer Stunde tauchen. Wie ihre Verwandten im Outback sind auch viele der australischen Seeschlangen besonders giftig. Kein Wunder, dass Brian Fry sich bei seiner Suche nach einem besseren Antiserum ganz auf den Kontinent Down Under konzentriert. Wirksamere Gegengifte werden sich allerdings nur dann finden lassen, wenn die Forscher Aufbau und Wirkung der Schlangengifte so vollständig wie möglich entschlüsseln können. Die Toxine der einzelnen Schlangenarten sind komplizierte Gemische aus verschiedenen Substanzen. Schon die kleinste Abweichung in der Zusammensetzung eines Giftes kann das Gegengift wirkungslos machen. Um maßgeschneiderte Gegengifte zu entwickeln, müssen die Forscher alle unterschiedlichen Gifte genau analysieren. Dazu brauchen sie immer wieder Proben. Diese Schlange hat Brian längst bemerkt, doch sie scheint ihn nicht als Bedrohung wahrzunehmen. Vielleicht gerade wegen ihres extrem starken Giftes sind die meisten Seeschlangen nicht aggressiv. Eine Tatsache, die Brians Arbeit im Riff durchaus erleichtert. Rings um das Davis Reef leben verschiedene Seeschlangenarten. Brian will herausfinden, auf welche Weise ihr Gift im menschlichen Körper wirkt. Er hofft, dass sich mit Hilfe dieses Wissens ein wirksameres Gegengift entwickeln lässt.
Arbeit mit den Giftschlangen ist ein gefährlicher Job. Brian hat deshalb immer einen Erste-Hilfe-Kasten bei sich. Natürlich hat er auch ein ganz persönliches Interesse an der Entwicklung sicherer Gegengifte, die nicht selbst tödlich wirken. Zuerst muss der Forscher die verschiedenen Arten identifizieren. Er erkennt sie anhand ihrer Zeichnung und der Körper- und Kopfformen. Seeschlangen sind perfekt an das Leben im Meer angepasst. Ihre Nasenlöcher lassen sich durch Klappen verschließen. Und die Reptilien können auch deshalb so lange tauchen, weil sie über die Haut Sauerstoff aufnehmen, der im Wasser gelöst ist. Angetrieben von ihrem abgeflachten, ruderförmigen Schwanz gleiten sie durch die Fluten. Ist die Schlange identifiziert, wird sie vorsichtig gemolken. Wenn die Reptilien ihr Gift gespendet haben, dürfen sie in die Freiheit zurück. Jede Schlange gibt etwa 100 Milligramm Gift ab. Schon 2 oder 3 Milligramm können für einen Menschen tödlich sein. Die Kegelschnecke ist ähnlich giftig wie die Seeschlangen. Sie wartet im Sand des Meeresbodens auf Beute. Mit Hilfe ihres Atemrohrs schmeckt die Schnecke die Chemikalien im Wasser und entdeckt so Fische in ihrer Nähe. In ihrem Rüssel steckt abschussbereit ein hochgiftiger Pfeil. Nach wenigen Sekunden ist das Beutetier gelähmt. Erstarrt verschwindet es im weit geöffneten Maul der Schnecke. Vor dem Angriff der Kegelschnecke war die Nervenaktivität des schlafenden Fisches auf ein Minimum reduziert. Der Pfeil im Rüssel der Schnecke ist hohl und mit einer Giftdrüse im Körperinneren verbunden. Sobald er in das Beutetier dringt, entlädt sich Gift in den Körper des Opfers. Das Toxin muss schon deshalb so rasch wirken, weil die Schnecke sich von Fischen ernährt, die ein Vielfaches schneller sind als sie selbst. Um ganz sicher zu gehen, wirkt das Gift gleich doppelt. Ein Bestandteil wirkt direkt auf die Nerven. Sie geben plötzlich ununterbrochen Bewegungsbefehle aus, sodass alle Muskeln des Fisches unkontrollierbar zucken. Ein anderer Bestandteil des Giftes verhindert, dass die Muskeln überhaupt Befehle entgegennehmen können. Sobald die krampfartigen Zuckungen nachlassen, setzt deshalb eine dauernde Lähmung ein.
Ein Gift, das so präzise auf das Nervensystem wirkt, musste die Wissenschaftler faszinieren. Die Giftstoffe der Tiere im Meer werden meistens nur als Bedrohung wahrgenommen, als Gefahr für die Gesundheit des Menschen. Das gilt natürlich besonders, wenn ein Tier sein Gift in aggressiver Weise nutzt. Doch wir müssen endlich begreifen, dass alle diese Tiere und Pflanzen eine wichtige Rolle für das Gleichgewicht der Natur spielen, dass sie eine Funktion für das Ökosystem erfüllen, die auch für uns lebenswichtig sein kann. Und außerdem kann der Mensch doch ganz direkt von diesen Toxinen profitieren. Heute sieht man die Gifttiere in diesen Gewässern unter ganz anderen Aspekten als noch vor wenigen Jahren. Dr. Libby Evans-Illich glaubt, dass man aus den tierischen Toxinen nicht nur Gegengifte entwickeln kann. Es gibt unzählige Möglichkeiten, mit Hilfe natürlicher Stoffe chemische Produkte herzustellen. Vor allem in den Meeren warten da sicher noch überwältigende Potenziale auf ihre Nutzung. Längst wissen die Forscher, dass Seeschlangen und Kegelschnecken hier nicht die einzigen Tiere sind, die über komplizierte und höchst effektive Giftstoffe verfügen. Im dicht besiedelten Riff ist der Lebensraum hart umkämpft. Trotzdem zählen ausgerechnet die Schwämme zu den erfolgreichsten Riffbewohnern Tiere, die augenscheinlich keine Waffen haben. Schwämme produzieren eine riesige Zahl für uns neuer und sehr interessanter biochemischer Stoffe, die für den Menschen von Nutzen sein könnten. Schwämme sind selbst ja sehr vielfältig. Weltweit gibt es etwa 15.000 Arten und hier in Australien leben allein 5.000. Das ist eine unglaubliche Vielfalt. Auf den ersten Blick wirken die Schwämme im Riff leblos. Doch der Schein trügt. Jeder einzelne Schwamm besteht sogar aus zahllosen Lebewesen. Mit einem einfachen Experiment zeigt Dr. Evans-Illich, wie er funktioniert. Durch eine der vielen kleinen Poren an der Oberfläche des Schwammes injiziert sie einen harmlosen Farbstoff. Fast sofort tritt der Farbstoff aus einer größeren zentralen Öffnung, dem sogenannten Oskularrohr, wieder aus. Auf diese Weise kommt der Schwamm auch zu seiner Nahrung. Über die vielen Poren an seiner Oberfläche nimmt er Wasser auf, filtert Kleinstlebewesen wie etwa Wimpertierchen heraus und stößt das Wasser dann durch die zentrale Öffnung wieder aus. Schwämme sind Vielzeller und bestehen doch nur aus lockeren Zellansammlungen. Manche ihrer mikroskopischen Bestandteile sind sogar noch beweglich. Sie erfüllen ganz unterschiedliche Aufgaben. Die Geißeln der Kragengeißelzellen zum Beispiel erzeugen die Wasserströmung im Schwamm. Andere Zellen stellen Verdauungsenzyme her und wieder andere produzieren Gifte, mit denen der Schwamm sich gegen Eindringlinge wehrt. Zu bestimmten Zeiten im Jahr wird das gesamte Riff nämlich von zahllosen mikroskopisch kleinen Korallenlarven heimgesucht. Sie alle wollen einen Platz, um sich anzusiedeln. Nur in der Computeranimation werden die chemischen Abwehrstoffe sichtbar, mit denen sich die Schwämme umgeben. Die Korallenlarve auf der Suche nach einem Ankerplatz wird von immer neuen Giftwolken abgewehrt. Ich finde Schwämme deshalb so interessant, weil sie trotz ihrer ganz einfachen Struktur sehr komplizierte Körperfunktionen erfüllen. Sie sind die einfachsten Vielzeller, die es gibt. Sie formen keine Gewebe und haben keine Organe. Und trotzdem funktionieren sie in gewisser Weise genauso wie Organismen, die viel komplizierter aufgebaut sind. Ihre Chemie zum Beispiel ist so kompliziert, dass nur die wenigsten Stoffe, die sie produzieren, im Labor hergestellt werden können. Schwämme sind also sehr viel bessere Chemiker als wir Menschen. Auch die Kegelschnecke ist als Chemikerin erfinderisch.
Ihr Gift ist so ausgereift, dass ihr Opfer vor dem Tod kaum Schmerzen verspürt. Professor Paul Elwood erforscht dieses Gift schon seit Jahren. Seine Analysen haben ergeben, dass es ein Gemisch aus über 100 verschiedenen Komponenten ist. Mit sehr viel Geduld konnten Elwood und sein Team trotzdem herausfinden, welcher dieser Giftbestandteile das Nervensystem blockiert. Für die Medizin ist dieser Stoff vor allem deshalb interessant, weil er auch verhindert, dass Schmerzreize übermittelt werden. In der Zukunft könnte diese Komponente des Giftes zu einem Schmerzmittel verarbeitet werden, das wirksamer wäre als Morphium, ohne jedoch abhängig zu machen. Und das Gift der tödlichen Kegelschnecke ist nicht das einzige Toxin der Riffbewohner, das eines Tages als medizinisches Wundermittel zum Einsatz kommen könnte. Ich glaube, dass uns die gründliche Erforschung der chemischen Stoffe aus dem Riff noch so manche unglaubliche Entdeckung bringen wird. Dabei dürften wir nicht nur auf Dinge stoßen, die in Zukunft für die Medizin von Nutzen sind. Wir könnten vielleicht auch verstehen, wie das Riff funktioniert. Unsere Generation wird diese Untersuchung sicher kaum beenden. Deshalb müssen wir die Vielfalt des Riffs für spätere Generationen erhalten, damit sie die Suche fortsetzen können. Überall entlang der Goldküste sind die Forscher den Gifttieren auf der Spur. Groß angelegte wissenschaftliche Projekte werden finanziert. Immerhin betrachten viele Experten das Korallenmeer heute als gewaltiges biochemisches Reservoir. Noch immer sind die Waffen dieser Tiere eine Gefahr für die badelustigen Besucher der Küste. Doch selbst die tödlichsten Toxine dieser Apotheke unter Wasser sollen eines Tages zum Wohl der Menschen eingesetzt werden. Gerade die gefährlichsten Bewohner der Küste könnten zu Verbündeten werden. Im Kampf um bessere Gegengifte und im Kampf gegen Schmerzen und Krankheiten. Doch das wird erst gelingen, wenn die genialen Chemiker im Meer auch ihr letztes Geheimnis preisgegeben haben.